So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und ich melde mich heute wieder. Ich möchte heute euch mal meine Bücher vorstellen, das was ich so lese, das was ich so als Bücher habe. Ihr seht gerade im Hintergrund habe ich mein Bücherregal. Ich habe jetzt auch das Setting jetzt ein bisschen verändert. Ich bin jetzt quasi in einem anderen Raum und wird wahrscheinlich den Raum dann öfters auch zum Filmen nutzen. Ja, okay. Es halt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Falls ja, kommentiert es bitte. Wenn es euch stört, dann gucke ich halt vielleicht auch, dass ich dann wieder den Raum wechsle. Ja, gut. Bevor ich euch meine Bücher zeige, möchte ich jetzt nochmal erzählen, was jetzt so mit meinem Kanal so abgeht, was jetzt gerade so an Videos am Kommen ist. Also ich bin ja gefragt worden, ob ich nicht wieder Videos machen könnte über die Astralreisen, wann da was, wie jetzt da Stand der Dinge ist. Ja, auf jeden Fall, ich mache weiter Astralreisen. Die letzten waren jetzt relativ kurz, nicht gerade so erzählenswert. Ich kann euch mal die vierte bewusst eingeleitete Astralreise erzählen. Mache ich aber jetzt im nächsten Video, weil das jetzt sonst den Rahmen von diesem Video sprengen würde. Heute geht es vor allem darum, allgemeine Themen, Stand der Dinge, was jetzt gerade so los ist. Es war eben so, dass Themen jetzt zum Beispiel kommen sind, die ich nicht erwartet habe, wie zum Beispiel das mit Carsten Stahl. Das hat mir einfach fasziniert, da habe ich gedacht, da muss ich doch mal ein Unterstützungsvideo mal machen. Und das war ja dann auch aktuell, weil Carsten Stahl hat ja dann mit der RTL 2 Serie begonnen, Stahl hat. Dann haben wir gedacht, okay, ich mache darüber ein Video. Und ja, das war aber jetzt nur so ein Special-Thema. Also ich wollte es da wahrscheinlich jetzt nicht normal ein Video machen. Also das reicht ja, das ist ja okay, das läuft ja schon mal an. Ja, das andere ist mit der, ja, und mit dem Dieter Dikowski, das war dann zum Beispiel der Borner in meinem YouTube-Kanal, was also sehr viele Aufrufezahlen hingelegt hat. Er dachte, alles klar, mache ich da auch nochmal ein Video. Weil, wie gesagt, Kunde ist König und das, was halt am meisten Aufrufzahlen hat, da war ich halt gucken, dass ich das Thema dann immer wieder behandle. Vor allem der richtige Burner ist das Video mit Susanne Krieger-Langer. Das ging richtig ab, also über 2000 Aufrufe innerhalb von 3 Wochen. Also das ist für meinen Underground-Kanal, ja, also echt super, muss ich sagen, super. Ja, für das, dass der Kanal nicht so alt ist, also mein Kanal, ich habe da mal immer am Anfang auch, ich habe mir um den Kanal gar nicht groß gekümmert am Anfang, ich habe da mal ein paar Videos reingesetzt und so und dann wieder nichts gemacht und so, war mir relativ egal. Jetzt hege und pflege den Kanal und siehe da, also der wächst und gedeiht. Ja, also wie gesagt, das sind halt so Themen, die ich halt behandle, die ich halt schaue und trotzdem, Hauptthema wird halt immer so allgemein Spiritualität bleiben, Astralreisen und die Jobs sind der Willkür, ja genau, also Arbeit, ja, Arbeit ist scheiße und ja. Ja, bevor ich es noch vergesse, eine Sache noch, da mache ich zwar nochmal extra Video, aber vorab möchte ich mal sagen, ich rufe alle Opfer von Susanne Krieger-Langer auf, dass sie hier, also in den Kanal kommentieren, erzählt mir eure Geschichte, die Leute, die aussortiert worden sind, die als vermeintliche Psychopathen galten, beziehungsweise Pfeifen, oder Leute, die von den Seminaren von der Frau enttäuscht worden sind, bitte kommt her, kommentiert meinen Kanal. Ihr könnt auch meinen Kanal unterstützen mit Spenden, dann kann ich noch bessere Videos machen. Ich würde mir dann zum Beispiel eine gescheite Videokamera kaufen, weil das mache ich jetzt mit Handy-Videokamera, mit besseren Bearbeitungsprogrammen, Schnittprogrammen etc. kann ich dann arbeiten und von dem her, ja, könnt ihr meinen Kanal unterstützen. Okay, dann würde ich mal sagen, dann lege ich mal los mit den Büchern. Ich hebe jetzt die Kamera, die Handykamera hoch, die ist gerade auf dem Dreibein. Und jetzt zeige ich euch mal die Videos, die Bücher, was ich so lese. Ja, also ich hoffe, ihr könnt sie gut erkennen. Ja, also hier zum Beispiel, ich zeige es gerade mit dem Stock. Jetzt gucke ich gerade mal, hier muss ich das hier herziehen. Jo, hier, das ist zum Beispiel Astragon, ja. Dann, ja, das ist zum Beispiel Leben in der Natur. Ich gehe es bloß kurz durch.
ist ein Survival-Buch, ja. Dann So kriege ich dich, das ist so ja, Psychologie. Dann Tolkien, Herr der Ringe, das hat man mir mal, habe ich mir mal gekauft, um als Inspiration, dass ich eine Inspiration habe für für meine Bücher, Astragon. Dann die Weisheiten Buddhas, die Lehren Buddhas, ganz arg wichtig, spirituelle Bücher. Tao Te Ching habe ich noch nicht gelesen, muss ich noch. Barbe Moore, Bestellungen im Universum, goldene Regeln und so weiter. Das sind auch ganz wichtige spirituelle Bücher. Ja, Gentheologie war jetzt mal so, Geldanlage, clever reich werden, hat mich mal interessiert. Philosophie, hier geht es mit Ernährung. Dann, was war hier? Ja, besser essen, länger leben, okay. Ja, dann nochmal Survival, hat mich auch mal sehr interessiert. Schlagfertigkeit, da geht es also nochmal um Psychologie. Also ich hoffe, ihr könnt das jetzt alles gut erkennen. Ich heb einfach die Kamera so hin. Okay, dann hier geht's runter. Warte mal hier. Ja, populäre Ernährungs, was sind populäre Irrtümer von Walter Gremisch, ist auch ganz interessant, was es so für Irrtümer gibt auf der Welt. Ernährungsirrtümer von Udo Pollmer halte ich aber nicht viel. Udo Pollmer labert aber viel Müll, so nach dem Motto, man kann alles essen und so. Aber ich habe mir das einfach mal gekauft, so mal aus Interesse halber. Ja, die Bibel, was haben wir hier? Gammler, ja, über Aussteigen, die 365 Tage Freiheit, ganz gutes Buch. Da ist der Koran, was haben wir hier noch? Bürgerliches Gesetzbuch, ja. Ein Glück kommt selten allein. Der Glückscode ist auch ganz interessant. Dieter Börs habe ich noch nicht gelesen. Glückscode, der Gehirnforscher, der sich sehr viel mit der Zirbeldrüse beschäftigt hat. Ja, die Geheime Bruderschaft habe ich jetzt auch noch nicht gelesen. Also ein paar Bücher habe ich noch nicht gelesen. Ist halt ein bisschen so mit Verschwörungstheorien. Naja. Okay, Einssein, auch wieder sehr von Richard Bach, ist spirituell. Mopti-Moppa, das ist so, ja, Psychologie. Und Glück ist kein Zufall. Also Glück ist kein Zufall. Ich beschäftige viel mit Glück und Pech, weil ich war früher ein richtiger Pechsvogel. Wenn jetzt jemand fragt, warum ich mich aber überhaupt mit Spiritualität beschäftige, weil ich einfach in meinem Leben schon viel Pech gehabt habe. Ja, dann Neil Donald Walsh natürlich, Gespräche mit Gott, alle drei Bänder. Ja, zu Band 1 habe ich noch das Arbeitsbuch. 1 und 2 habe ich zweimal gelesen, Band 3 habe ich einmal gelesen. Ja, um das zweimal, damit ich es besser begreife. Ja, okay, dann gehen wir mal runter. Ups, Entschuldigung. Ups, so, jetzt da. Gehen wir jetzt ein bisschen zurück. So, das ist besser seht ihr jetzt. So, da sind jetzt auch nochmal Bücher. Ja, ich gehe jetzt nur schnell durch. Ja, das ist so Geschichtsbuch, Fahrradreparaturbuch. Ja, was haben wir noch? Ja, also ihr seht es ja selber. Das sind halt alles so Bücher, Geschichte, Philosophie. Da Glückspilz oder Pechsvogel, das ist zum Beispiel interessant, ja. Wer sich für einen Pechsvogel hält, der sollte halt mal auch so ein Buch lesen, ja. Dann das tibetanische Totenbuch, schwere Kost, muss ich sagen, aber ganz interessant, man fährt viel über Buddhismus im Gleichklang mit dem Universum, Buddha. Bhagavad Gita, das ist also indische Weisheitslehren, auch ganz wichtig für die spirituelle Weiterentwicklung. Habe ich zwei Bücher, ja. Okay. Ja, gut, und unten, jetzt muss ich bloß schnell den Stuhl wegschieben. Ja. Unten habe ich Feng Shui, Einrichtung, ganz interessant. Ja, diese Bücher. Versunkene Kulturen habe ich auch noch nicht gelesen, die Romanen habe ich auch noch nicht gelesen. Das Buch, Der Hauslehrer, das ist ein sehr, mein altes, erstes Buch, was ich geschenkt gekriegt habe. Ist Allgemeinwissen, kann man sagen. Ja, Transurfing habe ich geschenkt bekommen, die zwei Bücher. Also, das sind alles so spirituelle Bücher, auch von Osho, die Bücher, also so Weisheitslehrer aus Indien. Diese ganzen Bücher habe ich geschenkt bekommen. Also, die. Von hier bis jetzt hier, Out of Body, also das Out of Body habe ich noch gekauft, bis hier, bergauf mit dem Rückenwind, diese Bücher habe ich geschenkt bekommen von ganz netten Menschen, da bin ich jetzt nochmal sehr dankbar, danke nochmal dafür. Ja, okay, das ist Fantasy und
Prophezeiung Nostradamus, dann hier noch die Sprachbücher. Also, ich wollte jetzt einfach nur mal schnell, bin jetzt nur schnell durchgegangen, weil, ja, also Bücher lese ich halt hauptsächlich, jetzt muss die Kamera richten, also Bücher lese ich halt hauptsächlich spirituelle Bücher, jetzt gerade viel, aber auch Psychologie, ja, also Psychologie, Spiritualität, also ich kaufe mir nur nutzvolle Bücher und keine Schundromane, sogar keine so Horrorromane, so Quatsch, weil das bringt mich nicht weiter. Ja. Also ich bin halt immer zielgerichtet, ich bin halt immer, lese immer das, was mir jetzt direkt einen Vorteil bringt, da lese ich mir ein, damit ich mich schlau machen kann, also damit ich mich schlau mache und andere Bücher interessieren mich eigentlich nicht. Ja. Ja, also ihr könntet mir auch gerne Bücher zuschicken, spenden. Wenn ihr müsst einfach kommentieren. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit meiner Adresse. Da mache ich ein bisschen Umweg, also mit meiner E-Mail-Adresse und so. Und dann könnt ihr mir auch Bücher schicken, aber bitte oder Bücher spenden, so muss ich sagen. Bin ja auch immer sehr dankbar. Aber halt immer bitte zielgerichtet eben Spiritualität oder zum Beispiel Bücher über Strahlreisen. Ach, ich habe ja noch was vergessen. Und zwar... Das sind die Bücher, was ich jetzt gerade im Moment lese, zwei gleichzeitig. Das ist einmal das Astralreisen von Frederick E. Dodson. Ja. Das ist ein Trainingshandbuch. Ja. Ist sehr gut. Sind also ganz viele Trainingsanleitungen, wie man, also Übungsanleitungen, wie man Astralreisen einleiten kann. Und hier ist nochmal das Buch Transurfing von Vadim Sealand. Ja. Das ist das erste Band, den habe ich mir gekauft. Die anderen Bänder, was ich hier euch vorher gezeigt habe, das sind die, was ich geschenkt bekommen habe. Und ja, also da bin ich natürlich immer dankbar. Also wie gesagt, ihr könnt mir sowas immer gerne schenken oder spenden, nennen wir es mal so. Und natürlich könnt ihr mir auch gerne auch spenden. Ich habe auch schon Spenden bekommen. Wenn jemand will, dass ich den Namen sage, mache ich das auch im Video, weil den Namen des Spenders erwähnen. Und ansonsten halt nicht, ja, weil vielleicht will ja jemand anonym bleiben. Also ich bin da immer dankbar. Geldspenden werden halt für bessere Videos dann eingesetzt. Also bessere und mehr Videos, ja. Und ja, okay. Und wie gesagt, speziell halt das Video Susanne Krieger-Langer ist halt jetzt gerade echter Porno, wie gesagt. Und da werde ich natürlich auch weitermachen. Ich kann euch nur so viel verraten, je mehr ich mich mit der Frau beschäftige, desto mehr bestätigt mir das in der Überzeugung, dass die Frau echt einen Knall hat. Also, ja, und zwar nicht nur einen kleinen. Ja, die Frau ist echt krank, das muss man so sagen. Und die muss, finde ich, sollte, schau, man muss sie schon stoppen. Also was heißt sie, nicht die Person. Ich habe nichts gegen die Person, aber ich habe was gegen die Ideologie, was sie vertritt, das, was sie darstellt, da bin ich echt dagegen, ja. Und wie gesagt, und alle Opfer bitte her, meldet euch, kommentiert. Ich werde eure Geschichte hier auch erzählen, hier in den Videos, ja. Wir können da gemeinsam eine Front aufbauen. Wenn ihr mir spendet, natürlich motiviert es mich noch mehr und kann noch bessere Videos machen, ist ja klar. Und dann können wir sagen, dann kann ich da, da können wir gemeinsam da ein Feuer auf YouTube entfachen, aber sowas hat es noch nie gegeben, ja. Und dann wird dieses menschenverachtende Gedankengut von der Frau zu Fall gebracht, ja. Es geht mir nicht, die Frau ins Auszumischen oder mich an der zu rächen, weil ich die hasse oder sonst was überhaupt. Es geht mir nicht um die Person, wirklich nicht, ja. Es geht mir nur um die Sache, die sie da vertritt, weil es einfach menschenverachtend ist. Weil sie Menschen entwertet, ja, weil sie Menschen entmenschlicht in ihrer Wortwahl und es immer wieder wiederholt, ja, weil sie da irgendwie einen psychischen Knacks hat, von, weil man ihr das vielleicht angetan hat und jetzt meint sie, sie muss sich da irgendwie rächen und das verbreitet sie und das Volk und das kann es nicht sein. Ja, okay, das war es jetzt mal soweit mit dem Video. Wie gesagt, es kommen spannende Videos, Leute, haltet euch fest, es wird echt spannend. Ja, und natürlich das nächste Video mache ich dann nochmal über Astralreisen, nochmal Stand der Dinge. Da erzähle ich die vierte bewusst eingeleitete Astralreise. Also bleibt dran, abonniert meinen Kanal, teilt das Video, verbreitet das Video und ja, aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, macht es gut und bis bald.